Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und ich wünsche euch einen schönen Weihnachtsfeiertag. Wir müssten jetzt circa Weihnachten haben. Ich nehme das ja im Vorhinein auf. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und Ungarn in unsere Sphäre reingebracht. Wir haben Bosnien und Serbien noch ein wenig Geld abgenommen. Wir haben eine weitere Quest erfüllt oder einen weiteren Auftrag erfüllt. Wir haben nämlich 5 Churches um 5 Workshops gebaut. Das bringt uns 50 administrative Punkte und für die nächsten 25 Jahre plus 10 Tax Income. Bist du wahnsinnig? Das ist nicht schlecht. Haben wir das jetzt immer? Nein. Nur jetzt gerade. Schade. Pro Monat wäre das natürlich eine sehr coole Sache. Selbst eine jährliche wäre nicht schlecht. Schwer zum Sagen, okay. Build Treasury brauchen wir als nächstes. 2000 Goldstücke. Build to Frost Limit, das ist natürlich bläh. Aber wir werden jetzt sowieso anfangen damit, weiter auszubauen, weil wir werden schauen, dass wir möglichst viele Kanonen kriegen. 62 haben unser, ist unser Frost Limit. Noch 2 Kanonen rein. Das brauchen wir nicht sehen. So, was ist das? Das sollte eigentlich weg sein. Wir haben nämlich jetzt Frieden. Outraged Countries, Outraged Countries. Wir haben das Elektorat wieder unter Kontrolle. Passt auch. Gut, 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 gut. Wir schauen uns an, was haben wir da alles? Huch, was ist da los? Wieso sind da 2800? Separatisten von Münster. Echt jetzt? Wie kommen wir dorthin? Mit Schipanakeln natürlich. Was ist Autotransport? Können wir das schaffen? Ah, nein. 6000 Mann. Kann man die mit Shift und hier? Would you like to use the Adriatic Flotte to automatically transport the Armee von Böhmen to Flandern? Jope. Würden wir gerne. Hey, das funktioniert wirklich. Ob das auch schafft, kommen wir so weit. Obwohl wir haben
eine Allianz mit Kastilien. So gesehen weiß ich nicht, ob das lauter Friendly Water ist. So, warte mal, Aachen hätte gerne Military Access. Aber ja, wir geben denen allen Military Access. Ja. Verdammte Separatisten. So, vielleicht sollten wir 10.000 Mann nehmen und... jetzt haben wir 6.000 Kanonen. Es gibt ein plus 3 für jedes plus 2 vor und ein plus 2 für jedes plus 3 vor. Das ist perfekt. Ich glaube 6000 Kanonen sind sehr gut. Super. Bescheuerte Separatisten, könntet ihr nicht verschwinden von dort? Nein, das war ein Fehler. Naja, wurscht. So, Nassau hätten wir gerne zurück. Und Kleves ebenfalls. Mit wem sind denn die alliiert? Oldenburg, Mailand, Gelre. Mailand ist natürlich doof, mit denen will ich nicht Krieg führen. Ah, deren bescheuerte Dings, deren bescheuerte. Gut, Gelre ist uns wurscht. Gelre und Oldenburg. Friesland auch. Warte mal, Friesland, haben wir gegen die nicht die schon einen Kriegsgrund? Nö, schade. Außerdem, die will ich sowieso nicht angreifen, die haben England auf ihrer Seite. Ja, vielleicht sollten wir schauen, gegen wen wir überhaupt Kriegsgründe haben. Allied. Ach so, warte mal, ja, außerdem wollten wir ja... Royal Marriages. Was ist das? Imperial Liberation. Casus Belli gegen... Oh, Brandenburg, genau. Polen. Böhmen. Papst. Venice. Oh, wir haben noch einen Claim auf Venedig auch. Ja, Provence. Wir hätten einen Kriegsgrund gegen Provence, Brandenburg, aber Brandenburg ist alliiert mit Polen. Das wollen wir auf keinen Fall machen. Provence hingegen... hat keine wirklichen Allianzen, oder? Nur Lorraine. Barois wäre super. Und zwar deswegen, weil es unser Gebiet verbinden würde. Sind die gerade im Krieg mit wem? Ja, mit Savoyen. Das werden sie verlieren, oder?
Wer hat da angegriffen? Ah, die wollen das da erobern. Ja, das ist ja beinahe perfekt. Ich glaube, wir werden Provence angreifen. Wir warten aber noch, bis unsere Truppen, die 6000 Mann da drüben sind, um gegen diese widerlichen Separatisten vorzugehen, die eigentlich Münster angreifen sollten, diese Deppen. Ist das überhaupt Nassauer Gebiet? Gott. Hainaut und Burgund. Warum wollen die Nassauer Separatisten dieses Gebiet überhaupt erobern, diese Wahnsinnigen? Und nichts Besseres zu tun? Boah, bist du wahnsinnig, die haben aber schon ganz schön viele eingenommen. Das sollten wir auf jeden Fall auch machen. Münster darauf vorbereiten, dass ihnen auch der Krieg erklärt werden wird. Kleves oder Nassau? Nassau. Auf jeden Fall. So, außerdem haben wir ja gesagt, wir wollen, dass ihr hier eingegliedert werdet ins Reich. Haben wir keinen Dings da? Okay, wir müssen noch ein bisschen warten. Ein Next Vessel. Sonst kostet mich 95 Diplomatiepunkte. Das ist okay. Damit können wir leben. Ist okay. Ah, 0%. Perfekt. So, okay. Ihr geht mal daher. Und als Anführer nehmen wir den Herrn Schwarzenberg. So. Du bist mal da hier.
Okay. Sehr gut. So, Freunde, das heißt, als nächstes werden wir schauen wir mal, wen könnte man noch super, England, die Mamelucken, Kastilien und Polen. Kastilien und Polen sind meine Verbündeten, die will ich nicht angreifen. Die will ich nicht als Rivalen, und England und Mamelucken sind so weit weg. Das bringt ja gar nichts, die als Gegner zu wählen. So, ihr zwei, wieso steht ihr da? Geht's auch bitte daher? Wenn wir da immer eine gescheite Armee haben. Vielleicht. Oder nochmal daher. Machen wir sogar Folgendes. Hier geht's daher, hier geht's weiter. Oh. Das ist kurz vorm Fallen. So, wie ist das mit meinem... mit meiner War Exhaustion 2,7. Puh. Ist noch immer relativ hoch. Sollten noch ein wenig warten. In der Zwischenzeit werden wir den Wahnsinnigen sagen, dass sie noch ein Land hergeben sollten. Und zwar Cleves. Erst heute habe ich mir einen von einem YouTube-Channel, das Ding nennt sich Bus Battles, angesehen. Ja, ja. Da haben sie drinnen berichtet, wie der Rudolf Habsburg zu... Und 27 dafür schon, bist du wahnsinnig, das geht aber gut. So, Ansbach, Baden, Ansbach, was ist mit euch? Minus 19,3 ist oder viel. Baden, ah, die schauen gut aus. Die werden wir jetzt mal Honig im Small schmieren. Improve Relationship. So, warten wir mal, bis da wieder 20.000 Mann sind. Wenn da 20.000 sind, dann wenn wir den Wahnsinnigen den Krieg erklären. Mhm. So, du kriegst auch zwei Kanonen. Das ist ein 2er vor. Wir werden versuchen, die Ordnung im Heiligen Römischen Reich wiederherzustellen. Das geht ja nicht. So, bis wann seid ihr fertig? Wieso steht er nicht dabei, wenn er fertig ist? Wieso steht dann nur, wie lange ich bereits gebraucht habe? Ist okay. Mehr Knarren braucht das Reich. So, jetzt haben wir
12.000 Infanterie, 2.000 Kavallerie, 6.000 Artillerie. Passt. Das ist ein schöner Brutalo-Stack. Damit können wir schon ganz schön Rums machen, wenn es sein muss. Wir machen viel, viel Geld derzeit, also holen wir uns gleich nochmal eine Kanone. Mal abgesehen davon, dass wir sowieso hier raufgehen wollen. Ah, 42 von 62 möglichen. Puh. Disease Outbreak, die sind schon ziemlich unfähig, diese Leute, aber wenn sie Provence haben, sollte eigentlich der Frieden geschlossen werden. Wir sollten eigentlich in Wirklichkeit schnell mal den Krieg erklären, damit wir mit unseren Truppen dort sind. Wenn wir Glück haben, erklären, machen sie Frieden und wir sind drinnen und sie sind noch nicht dabei, haben noch keine neuen Truppen im Vor. Während die schon drinnen sind. Ist so hoch. Wie viel gehen wir runter eigentlich? Ah, Brandenburg hat auch die Renaissance. Oh, wir können uns Diplomatie-Tech nehmen. Sehr gut. Damit holen wir da auch wieder auf ein wenig. Das brauchen wir echt nicht da. Okay. Defenders Desert. So, finde ich gut. Da unten brauchen wir eh nichts mehr erobern. Da oben gibt es nichts mehr von ihnen. In Wirklichkeit brauchen wir nur Barois, die zwei erobern und dann haben wir es schon. Was wir wollen ist, wir wollen Barois erobern und das da wollen wir befreien, dass es wieder Teil des Heiligen Römischen Reichs wird. Oh. Das sind ja 10.000 Provence-Leute und Lorraine-Leute. Mhm. Schauen wir mal, was haben wir denn für eine militärische Tradition? 38,3. Ist recht wenig, oder?
Zwischen 4 und 11 Punkten. Ist ja urmies. Aber dann stehen wir mal daher, sicherheitshalber, falls die Wahnsinnigen auf die Idee kommen, Mantua zu verlassen. So, jetzt soll es besser gehen. Oh, hat er das gleich mir übertragen? Nein, Savoyen hat einfach nur eine sehr ähnliche Farbe wie wir. Komm schon, schließ Frieden. Jetzt. Jetzt. Come on. Du hast noch 3 Tage. Idiot. Dann schließ wenigstens jetzt den Frieden. Das sind 3er vor. Ausgezeichnet. Oh, er hat sich alles da unten geholt. Das heißt, Provence existiert nach meinem Krieg nicht mehr. Würzburg, was schaut's aus? Kassel und Hessen. Hessen, gib her. Kassel darfst du für behalten. Das war natürlich besonders gescheit, dass ich da draus bin. Da sind 99 Mann drinnen. Da sind 290 Mann drinnen. Na, das sollte ja wohl kein Problem darstellen, oder? Also zumindest das sollte kein Problem darstellen. Yay, wir kontrollieren den Papst, wir kontrollieren den Papst, wir können Leute exkommunizieren. Ausgezeichnet. So, schauen wir mal. Gut, als erstes werden wir gleich noch einmal zahlen, damit wir das nächste Mal vielleicht wieder das können. Als Papst-Controller können wir... Idiot. Als Papst-Controller können wir verschiedene Sachen machen. Wir haben minus 10% Stability-Cost. Na gut, wir kriegen einen zusätzlichen Diplomaten. Ist ja schön.
Wir kriegen plus 1 Prestige. Wir kriegen minus 20% Advisor Cost, das ist auch gut. Wir kriegen plus 2 Possible Advisors, minus 5% Technology Cost. Wow, das wird immer billiger. Leaders without Upkeep plus 1, auch gut. Aggressive Expansion Impact minus 10%. Außerdem können wir Call for Crusade und Excommunicate machen. Ich habe keine Ahnung, was Call for Crusade macht, aber ich nehme an, es wäre cool, wenn wir es gegen den irren, fürchterlichen, schrecklichen Osmanen machen. Call for Crusade. Crusade gives Catholic countries a significant manpower and income bonus while at war with them. Hm. Bringt das dann was, gegen den Typen zu kämpfen? Kann man das da bei dem auch machen? Nö. While tempting, we cannot launch a crusade against fellow Christians. Ach so, warte mal, der ist sogar katholisch. Den habe ich ja katholisch gemacht. Bist du wahnsinnig? Gibt's da einen Orthodoxen? Kann man gegen Orthodoxe das machen? Nö. Nur gegen Heiden. Also Muslimen und ähnliches. Sehr verführerisch, das an die Osmanen, an den Osmanen auszuprobieren. Und sobald wir die Möglichkeit haben, Polen und... Wie schaut das aus mit Polen? 20 Favors. Polen würde sicher mitmachen gegen die Osmanen. Wie ist das mit Kastilien? 10 Favors. Der wird vielleicht auch mitmachen. So, schauen wir mal. Wir hätten gern all dieses Land hier. Das auf jeden Fall. Ja, dann haben wir nämlich den ungarischen Auftrag erfüllt, wenn wir das haben. Und wenn wir schon dabei sind, wollen wir Dubrovnik auch haben. Na, okay. Dubrovnik und Zeta hätten wir auch ganz gern. So, warte mal. Und das hätten wir auch ganz gern eigentlich. Da würde man dann nämlich all unsere Gebiete hier verbinden. Die Schweiz hätten wir dann auch ganz gern. Irgendwann einmal. Naja. So, warte mal, was haben wir gesagt? Wir brauchen einen. Wir machen weiter bei dem hier. Ja, wir haben nur 3 Leute, die uns wählen würden, aber Trier ist knapp dabei. Das heißt, wir werden mal Trier umgarnen. Wähler sind schon mal ganz gut. 4 sind besser, sicher ist sicher, wer weiß, was alles passiert. Na gut, Herrschaften, an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Das nächste Mal schauen wir mal, ob wir Frankreich exkommunizieren. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, schlaft's gut und träumt was Schönes. Bis dann.